Schlussakkord haben. Der hat einen tollen Job gemacht. Ich glaube, der ist jetzt neben Willi Albers, aber Willi geht außen vorbei. Jetzt hier stehen geblieben und jetzt fährt er dem Feld hinterher. Boah, jetzt bin ich gespannt. So, mein lieber Willi Albers, jetzt bitte keine Dummheiten machen, dann fährst du das Ding hier nach Hause. Zulig überziehen in den Bordwissen. Der beiden Tschechen, heute kann Zulig und Peter Nicolin. Und dann Alessandro Carlotta mit dem Hornantour. Ja, und Dennis Köpers muss jetzt natürlich aufpassen. Das ist sehr professionell, so muss das sein, super. Damit hat Körpers die Chance, der Spitze aus dem Weg zu gehen. So muss das sein. Auch die Streckenposten müssen im Niveau haben. Genau, was ihm blüht. Der macht innen mal dicht und der weiß natürlich auch, wenn der Nagel Bartelen fährt mit diesem alten Auto auf die 3, Bohle 4 und auch der Turbo von Alessandro Carlotta funktioniert nicht.